Hi, ich bin Johnny. Und ich bin die Caro. Und wir präsentieren für euch die Tokyo Game Show 2014. Ein kleiner Trivial Fact: Die Tokyo Game Show ist gar nicht in Tokio, sondern auf dem Makuhari-Messegelände in einer anderen Präfektur in Chiba. Viele von euch kennen sicher Otaku, das ist das japanische Wort für Nerd, bedeutet aber gar nicht Nerd, sondern ist ein höfliches Wort für zu Hause und, naja, ihr könnt euch sicher vorstellen, wo das herkommt. Wir stehen gerade am PlayStation-Stand, der super groß ist und verdammt viele Eingänge hat. Ja, der Stand ist sehr cool, aber leider dürfen wir innen drin nicht filmen. Daher entschuldigt uns mal bitte. Sorry. Dieses Jahr gibt es auf der Tokyo Game Show mit über 400 Ausstellern die meisten, die es bisher gab, und die kommen aus 32 Ländern. Ja, im Vergleich zu Deutschland ist natürlich Cosplay das Thema in Japan. Es gibt dafür ein externes Cosplay Village mit Garderobe für die jeweiligen Gäste und sogar harte Kleiderregeln, da nicht zu viel nackte Haut gezeigt werden darf. Aus bekannten Animes sind alle möglichen Figuren vertreten, jedoch gibt es auch Eigeninterpretationen der Japaner, wie zum Beispiel dieser Pikachu. Es war ganz schön schwer, sich durch die Menge zu kämpfen, was aber wahrscheinlich einfach daran lag, dass wir am Sonntag, dem letzten Tag der Messe, dort waren. Nicht rechnen würde, ist, dass der Microsoft-Stand mit der Xbox einer der größten Stände überhaupt war und einen Nintendo-Stand gab es nach dem Flop der Wii U überhaupt gar nicht. Auch sehr interessant war der Indie-Game-Bereich, wo man einige neue Controller-Konzepte wie zum Beispiel einen Besen sehen konnte und auch einige coole Ideen, wie man mit den bestehenden Controllern der Spielkonsolen ganz neue Konzepte umsetzen kann. Ein kleines Fazit zur Tokyo Game Show 2014. Im Vergleich zu Gamescom ist das Ganze hier nochmal ein ganzes Stück größer. Die Messehallen sind größer, es sind auch mehr Leute da, es ist echt eine Menge los. Es gibt coole, große Stände, es sind eine Menge Stände mit Bühnen, mit Show-Einlagen. Man kann einige Spiele auch anspielen, allerdings mit erheblichen Wartezeiten, oft über eine Stunde oder so. Ja, die Highlights sind? Ja, da gab es zwei Stück, und zwar Psycho Break oder einfach Psycho Break und das bereits in Deutschland schon bekannte, angekündigte Digitally Remastered von Biohazard, was bei uns eher bekannt ist unter Resident Evil. Was ich nochmal wichtig finde, ist, dass der Fokus stärker noch auf Mobile Games liegt. Man kann hier eine Menge Handyspiele sehen, die dann auch auf der großen Leinwand teilweise dargestellt werden, was irgendwie schon witzig ist. So Tasten. Genau, und was auch noch irgendwie was anderes ist als auf der Gamescom, sind eine Menge Cosplayer hier mit sehr, sehr coolen Kostümen und langen Schlangen von Fotografen, die die coolsten Kostüme dann abfotografieren können. Das ist auch nochmal irgendwie ein ganz interessanter Aspekt hier in Tokio. Genau, und das war's auch schon hier aus Tokio von der Gameshow 2014.